Na, Männer, alles klar. 14. Oktober 1944, Punkt 6 Uhr. Operation Overlord macht sich langsam bemerkbar, und zwar in Form von Treibstoffknappheit. Wir haben aktuell gerade mal noch 55%, befinden uns aktuell hier im zugewiesenen Planquadrat zwischen BD6 und BD9. Und ich glaube, wir sind ausgelaufen mit nicht mal 65%. Also das heißt, das wird hier schon irgendwie berücksichtigt. Torpedos konnten wir noch aufladen sozusagen, konnten wir noch komplett voll machen inklusive Reserve. Allerdings für Deckgeschützmunition hat es nicht mehr ganz gereicht. Also ich habe ja üblicherweise hier noch ordentlich Vorräte mit an Bord. Und das ist alles, was eben noch übrig war hier. Das ist alles, was wir noch übernehmen konnten. Also eigentlich schöner Aspekt, finde ich gut, wenn das auch so berücksichtigt wird. Allerdings können wir das natürlich auch problemlos umgehen, indem wir uns einfach versorgen lassen. Also ich denke mal, die Versorger werden noch ausreichend von allem dabei haben. Aber auch da müssen wir erstmal schauen, ob das wirklich so ist. Ich werde hier einmal den Funker platzieren, damit wir einmal dem BDU mitteilen können, dass wir das Operationsgebiet mittlerweile erreicht haben. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das halt noch weiterentwickeln wird. Ob die Knappheit an allem möglichen Material und Kraftstoff und so weiter noch zunehmen wird in La Rochelle. Ob La Rochelle vielleicht sogar irgendwann fallen wird und ob wir dann vielleicht, realistisch wäre ja, dass wir dann vielleicht sogar einen anderen Einlaufhafen bekommen. Zum Beispiel Norwegen wäre meines Wissens für diese Zeit Ende 44 noch realistisch oder halt ab in die Heimat sozusagen. Wilhelmshaven oder Kiel, wird man alles sehen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt noch nicht in dem Maße berücksichtigt wurde, weil das ist halt immer noch, darf man nicht vergessen, Early Access. Und ich finde gerade jetzt so, wenn man das so sagen möchte, im Late Game, macht sich das halt bemerkbar. Also da baut es einfach so ein bisschen ab, könnte man sagen. Gut, wir lassen einmal rundhorchen. Nichtsdestotrotz, wir haben Befehl und den werden wir natürlich befolgen. Wir sollen Tonnage versenken und wir sind ja nicht mehr so weit von den, was haben wir hier, 250.000, also knapp 10.000 müssen wir noch versenken. Dann hätten wir tatsächlich hier die Entscheidungsschlacht im Atlantik, die Kampagne abgeschlossen. Das ist natürlich nochmal ein schönes Zwischenziel. Und dann werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht, also wie es einfach noch weitergeht die letzten Monate. Ich hatte schon gesehen, als Alternative, die einzige Möglichkeit, sich verlegen zu lassen von La Rochelle irgendwo anders hin, wäre jetzt La Spezia gewesen. Und das macht natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn, sich dorthin verlegen zu lassen. Hier Ende 44, also mal schauen. Ich hoffe mal, das geht hier noch eine Weile irgendwie halbwegs zufriedenstellend weiter, sodass wir hier noch das Ganze vernünftig zu Ende bringen können. Scheint ja vom Timing her sowieso alles einigermaßen gut über die Bühne zu gehen. Wenn es denn wirklich so sein wird, dass wir jetzt dann so Ende März, Anfang April irgendwie sowas, das ist ja der grobe Zeitraum, der genannt wurde, dass dann wirklich auch die Vollversion erscheint, dann schaffen wir es vielleicht gerade so bis Richtung Kriegsende hier mit diesem Durchlauf. Also mal sehen. Gut, Schraubengeräusche, mittlere Gruppe 6 bis 13, ganz in der Nähe. Dann werden wir da natürlich mal unsere Fühler ausstrecken und schauen, mit wem wir es hier zu tun haben. 6 bis 13 ist halt auch wieder, ich weiß, ich sage das oft, aber das ist auch wieder so eine Zahl, die mich auf Kriegsschiffe schließen lassen würde. Auch der Kurs, den sie laufen. Das kann schon gut sein, dass wir es hier wirklich nur mit Kriegsschiffen zu tun haben. Wir zeichnen mal den Kurs nach und schauen uns das mal an. Fahren denen mal entgegen. Ohne Rücksicht auf Treibstoff, denn wir können ja versorgen lassen. Wie gesagt, wir können gerade noch mal ganz kurz schauen, bevor wir hier loslegen. Versorger, also auch das habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Es dürfte eigentlich gar keinen mehr geben im Jahre 44. Ich weiß nicht mehr, habe das nicht auswendig, wann die alle versenkt wurden, aber ich glaube sogar im Laufe des Jahres 43, auf die wurde ja gezielt Jagd gemacht und irgendwann war einfach keine einzige Milchkuh mehr übrig. Und wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 insgesamt. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo anders noch welche stehen haben, aber also hier ist auch noch einer. Aber also große Konzentration an Versorgungs-U-Booten hier zwischen BE5, 4, BD6, BD2 und so weiter, sodass wir hier wahrscheinlich keine Probleme bekommen werden. Gut, aber wir operieren sozusagen mit dem, was uns das Spiel anbietet. Und so ist es. Gut, wir tauchen auf und schauen uns die ganze Geschichte hier drüben mal an. Wir werden einmal
Ja, die waren flott unterwegs, also das bestärkt mich noch in meiner Annahme, dass wir es hier mit Kriegsschiffen zu tun haben. Spät haben wir es denn vormittags. Maximale Sichtweite ist sehr hoch. Das heißt, in dem Bereich könnten wir vielleicht schon Rauchfahnen erkennen können. Schauen wir doch mal. Funker brauchen wir nicht mehr. Einmal hier ein bisschen die Mannschaft ins Auge nehmen. Na gut, besser geht's jetzt nicht. Das passt schon. So, dann schauen wir doch mal. Also, einmal ausrichten. Haben wir da nicht sogar schon was? Nee. Bisschen diesig ist es, ne? Also, ich denke mal, weiter raus werden sie noch nicht sein. Eher so grob in dem Bereich hier irgendwo. 6 bis 13 sollte man also ganz gut erkennen können. Dann werden wir jetzt nochmal rundhorchen lassen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Also nochmal ab in den Keller. Ja, da bin ich dann wirklich mal gespannt, wie sich, gerade wenn es Richtung Kriegsende geht, wie sich das dann in der Vollversion alles darstellen wird. Da gäbe es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das einfach noch deutlich immersiver machen könnte. Mein Spielspaß ist schon vorhanden, versteht mich nicht falsch, alles gut, aber die Immersion geht halt so ein bisschen flöten, finde ich. Na, gerade die Sache mit den Versorgern. Luftangriffe ist auch so ein Punkt, der mir in den Sinn kam. Das müsste halt jetzt eigentlich auch in La Rochelle praktisch an der Tagesordnung sein. Und die sind ja im Spiel implementiert. Wir hatten ja schon ein paar Luftangriffe auf die U-Boot-Basen, in denen wir uns befunden haben. Aber da kam auch schon lange nichts mehr, ne? Und eigentlich müsste das auch langsam quasi optisch sichtbar werden in La Rochelle, dass da auch ein bisschen was in Trümmern liegt einfach, ne? So, wir scheinen. Okay, wir haben hier Nachladevorgang. Jetzt scheinen wir schon ziemlich nah dran zu sein. Dann schauen wir doch mal. Ah ja, okay, die sind uns tatsächlich schon ein Stückchen davon gefahren. Gut, dann würde ich sagen, auftauchen, hohe Fahrtstufe. Und dann gehen wir da dran. Beide Maschinen AK voraus, auftauchen, Horchpeilung nochmal kennzeichnen. Kurs dürfte ziemlich genau sein, das, was wir eingezeichnet haben hier. Schnurstracks Richtung Norden. Hatten wir sonst irgendwelche Horchmeldungen hier? Nee, nichts aktuell. Okay. Ja gut, dann wieder ab an die Oberfläche. Irgendwo grob die Richtung müssen die sein. Da haben wir doch eh schon, oder? Da sind doch die Rauchfahnen. Bisschen schwierig zu erkennen. Kann man das hier schon sehen? Also wir sind schon ziemlich nah dran. Irgendwo im Bereich um die 20, 25 Kilometer würde ich mal tippen. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Kann man da schon irgendwas erkennen? Sehr, sehr schwierig. Gut, da müssen wir ein bisschen näher ran. Okay. Dann mal schön vorsichtig. Mit der Zeitkompression nicht zu schnell dran gehen. Ich denke, ja, also man konnte ja schon erkennen, die sind wirklich flott unterwegs und auch das deutet natürlich eindeutig auf Kriegsschiffe hin. Die dampfen uns natürlich locker aus. Egal, ob wir getaucht fahren oder nicht. Die sind in jedem Fall schneller. So, da haben wir schon das Erste. Und ich gehe davon aus, dass es nur Kriegsschiffe sein werden. Alarm ausgelöst. Frage ist natürlich, warum dampfen die nach Norden? Aber ich würde es natürlich schon gerne eindeutig identifizieren. Oh, bei dem bin ich mir gar nicht so sicher. Ist das nicht vielleicht doch ein Frachter? Das könnte, das müsste ein Frachter sein. Dann haben wir doch ein Geleit. Also keinen reinen militärischen Konvoi, denke ich zumindest. Wir gehen noch ein bisschen näher dran. Wir bleiben mal auf äußerster Kraft. Und ziehen hier mal vorbei. Während wir uns ein bisschen annähern. So in etwa. So, gleiche Höhe. Zwei Kriegsschiffe identifiziert. Ja, müssen wir noch ein bisschen näher dran. Ja, was haben wir denn da?
Könnte auch wieder ein Kreuzer sein, ne? Ist schon... Ja, bin mir aber nicht 100% sicher. Das ist doch ein Frachter hier. Sieht man eindeutig. Das da hinten auch. Also würde ich mal sagen, Kurs beibehalten, Geschwindigkeit beibehalten. Und dann werden wir uns hier der Sache einfach mal annähern. So, also ist auf jeden Fall ein Frachter dabei. Sicherlich mehrere. Allerdings sehr gut gesichert. Müssen wir uns gut überlegen. Wie wir hier an die Sache rangehen. Wir werden einmal den Alarm beenden. Kompressor braucht man nicht. Lenzpumpe schmeißen wir einmal an. Kursgenauigkeit 146. Wir überprüfen nochmal kurz die Besatzung. Die beiden ruhen sich aus. Sehr gut. Die beiden brauchen wir gerade aktiv, leider. Weil wir noch AK benötigen. Und hier oben werden wir dann... Ja, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen näher dran. Und schauen mal, dass wir uns hier in eine vorteilhafte Position begeben. Und was wir auch noch machen... Wir sehen ja hier die Rauchfahnen, so einigermaßen zumindest. Das hier müsste dann die Linie der äußersten Geleitsicherung sein. Dass wir das schon mal auf dem Schirm haben und da nicht zu nah dran gehen. In etwa so würde ich mich jetzt mal positionieren. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus und dann werden wir auch gleich auf Tauchstation gehen. So, die kommen jetzt sowieso hier in Sichtweite gelaufen. Okay. Boot geht in Angriffsposition. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen, den vorausfahrenden Feger. Das dürfte ein Frachter sein. Noch nichts Großes in dem Sinne bei den Frachtern entdecken können. Ja, wobei da, das dürfte schon so Dimension Liberty C3 irgendwie sowas in der Richtung sein. Und das ist auf jeden Fall nochmal so ein schwerer Kreuzer hier oder mittelschwerer Kreuzer, wie auch immer. Dickschiff. Okay, gut. Dann gehen wir auf Tauchstation. Und pirschen uns noch ein wenig näher dran. Gleichzeitig kriegt Johann hier auch nochmal eine Pause. Kann sich zumindest ein bisschen erholen. Okay. Das Ziel ist klar. Funkstille erstmal halten. Ja, wobei die sind noch relativ weit weg. Ne? Wir könnten das schon dem BDU mitteilen. Ist natürlich wie üblich die Gefahr, hier entdeckt zu werden, aber meiner Meinung nach können wir das Risiko eingehen, weil wir einfach noch weit genug weg sind und man hat ja immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, dass dann hier vielleicht noch ein weiteres Boot hinzukommt. Okay, Funkspruch wurde nicht entdeckt, nicht abgefangen, sehr gut. So. Ruhepause. Ruhepause. Der alte ist am Periskop. Kann man alles so lassen. Umschalten auf blaue Beleuchtung. So wollte ich das eigentlich, genau. Gut, dann schauen wir mal. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Wir bleiben erstmal hier stehen. Alle Maschinen stopp. Und lassen die alle mal aufkommen hier. Schauen uns genau die Formation an. Und knobeln dann aus, wie wir hier dran gehen. Man könnte hier tatsächlich schon ziemlich gut, wenn das hier der Kreuzer ist, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe. Nee, ist er gar nicht. Okay. Aber der fährt uns natürlich schon direkt vor die Rohre. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Auf gar keinen Fall. Gehen auch noch ein bisschen näher dran. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Ja, das könnte schon funktionieren. So, einmal Kursberechnung, Torpedolösung für das Kriegsschiff. Und hier drüben haben wir auch noch einen. Was machen wir mit der Situation? Könnte natürlich jetzt höheres Risiko gehen und hier reinschlüpfen und dann beide aufs Korn nehmen. Aber das Risiko ist mir fast ein bisschen zu hoch.
dann lieber versuchen, vielleicht einmal das Kriegsschiff hier zu attackieren und den dahinter laufenden Frachter. Im ersten Durchgang. Das wäre jetzt mal so die Überlegung. Sofern wir denn in der Kürze der Zeit hier Torpedokurse zustande bekommen. So, bei dem sieht schon ganz gut aus. Dann muss er hier noch ins Blickfeld kommen. Ja, das könnte funktionieren. Okay. Das sieht tatsächlich schon mal ganz gut aus. 90%. Könnte schon klappen. Einmal Torpedokontrolle. Sind denn die Aale startklar, feuerbereit? Kurzer Blick ins Boot geworfen. Sieht ganz gut aus. Aber nicht ideal. Moment. 2 und 3 sind startklar. Dann kümmern wir uns hier noch um 1 und 4. Teilen hier noch Matrosen zu, damit es ein bisschen schneller geht. Ziehen hier nochmal einen ab, den brauchen wir eh nicht. Packen den hier dazu. So. Jetzt herrscht hier reger Betrieb. Gut. Derweil arbeiten wir an unseren Torpedolösungen und lassen die Brüder mal aufkommen hier. Und man kann schon erkennen, also hier auf jeden Fall der Kreuzer und hier hinten fährt schon ein bisschen was Dickeres. Allerdings auch nochmal 2 Sicherungsfahrzeuge. Hier und hier. 4 an der Zahl. 4 Geleitsicherungsfahrzeuge plus ein Kreuzer. Ist also schon ganz gut aufgestellt. Wie viele haben wir insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schiffe. So, langsam wird's ernst. Kapitän, Torpedo ausrichten. Die Winkel sind natürlich insgesamt ein bisschen ungünstig. Ich würde halt gern auf beide gleichzeitig schießen. Das heißt, wir werden es wohl mit Aufschlagzündern versuchen. Das ist jetzt natürlich eine Frage des Timings. Das kann auch wirklich voll in die Hosen gehen. Okay, wir schauen uns einmal die Tiefgänge an. Empire Bell, ein 3000er. Das ist natürlich nicht allzu viel. Dann lassen wir den auf 8 Meter laufen. Ein Aal. Und bei der Black Swan-Klasse. Tiefgang 3,4, dann lassen wir den auf 4 Meter laufen. Soweit so gut. Ab ans Tiefenruder. Und Ruhe im Boot. Wir lassen die noch so weit laufen, dass die Torpedowinkel sozusagen oder die Winkel der Kurse bei beiden ungefähr gleich sind. Das wäre jetzt der Fall. Okay, dann versuchen wir jetzt unser Glück. Wir schießen zuerst auf ihn hier. Torpedo ausrichten, Empire Bell. Tiefgang 7,45. Gegnerfahrt 7. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässern. Magnetzünder. Dreht nach links ab, das ist gut. Rohr 2 fertig. Torpedotiefe 8. Rohr 2. Los. Los! So. Und dem geben wir jetzt natürlich ein bisschen Vorsprung. Dadurch wird natürlich der Winkel für ihn noch ein bisschen ungünstiger, aber wir haben ja Magnetzünder eingestellt. Müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben. Wir machen uns aber schon mal Schuss klar. Gegnerfahrt 7, Entfernung 1800. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Torpedotiefe 4. Aufschlagzünder.
1 bewässert. Rohr 1. Achtung. Und los. Los! So. Jetzt schauen wir doch mal. Wir drehen gleich mal ab. Mit kleiner Fahrt. Jawohl. So, Instandhaltung durchführen, bitte. Na. Müssen wir ihn zwar hier wieder abziehen, aber das ist mir gerade wichtiger, damit wir feuerbereit sind. Hier wird nachgeladen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Beide Maschinen langsam Fahrt voraus. Okay. Dann haben wir hier zwei Aale am Laufen und hier wird wahrscheinlich gleich die Hölle losbrechen. Ja, ich glaube, wir können uns schon mal darauf einstellen, dass wir uns hier zurückziehen. Erstmal ablaufen. Könnte mir sogar vorstellen, dass wir im zweiten Anlauf vielleicht von hinten dran gehen und versuchen tatsächlich auf diese beiden hier gleichzeitig zu schießen. Das könnte sogar auch funktionieren. Ja, er kommt jetzt doch ein bisschen früher ins Ziel, das ist natürlich ungünstig. Dann kommt uns er wahrscheinlich, wird uns durch die Lappen gehen. Aber wir haben halt noch eine 100% Torpedolösung. Deswegen ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir hier nochmal zum Schuss kommen. Wir werden sehen. Da müssen wir jetzt einfach situativ handeln. Aber vielleicht haben wir auch Glück und der zweite Aal trifft auch noch. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Vielleicht trifft auch keiner. Mal schauen. Okay. Der hat schon mal gut gesessen, würde ich sagen. Gut platzierter Schuss. Und der säuft auch direkt ab. Okay. Was macht der zweite Aal? Läuft noch? Sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Wir werden sehen. Ah, könnte knapp werden. Das wird verdammt knapp. Uiuiuiuiuiui. Na? Treffer! Treffer! Und ich würde sagen, Treffer versenkt. Der hat dermaßen gut gesessen. Und das war's. Säuft ab. Einen Zerstörer rausgeknipst, einen Frachter versenkt. Und wir laufen erstmal ab. Und schauen mal, was die anderen so fabrizieren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, hier vielleicht mal speichern. Die ganze Malhalla fängt jetzt natürlich zu zacken an. Wir werden erstmal hier schauen, dass wir ein bisschen Abstand reinbringen. Okay, okay, okay. Ein Zerstörer kommt uns hinterher. Das ist er hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Haben wir eigentlich, das weiß ich gar nicht mehr auswendig. Haben wir überhaupt einen Zaunkönig übernehmen können? Da herrscht nämlich auch Knappheit, aber ich meine, dass wir hinten schon einen drin haben müssten. Das wäre jetzt natürlich ideal. Zaunkönig. Zweimal Zaunkönig, okay. Schauen wir gerade nochmal ganz kurz vorne, wo wir schon dabei sind. Wie da die Reserven aussehen. Hätten wir sogar auch einen Zaunkönig für den Bedarf. Okay. Dann bleiben wir erstmal auf Zero-Tiefe und schauen mal, was er hier fabriziert. Wenn er uns zu nahe kommt, versuchen wir es mit dem Zaunkönig, Magnetzünder. Und mal schauen. Stattlicher Brocken da hinten. Würde ich natürlich auch ganz gerne mitnehmen. Wobei wir uns eigentlich erstmal auch ein Stück weit halt auf die Frachtschiff-Tonnage konzentrieren sollten. Zumindest, dass wir unsere 10.000 voll kriegen. Das würde reichen, denke ich, wenn wir hier... Was haben wir denn hier? Ja, der wird nicht ganz reichen. Ja, wobei... Na, wahrscheinlich nicht. Also zwei müssen wir hier auf jeden Fall noch mitnehmen. Zwei Frachter. Und dann hätten wir, glaube ich, die geforderten fehlenden 10.000 voll.
Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir schauen mal, wo er hinguckt. Dürfen ihn natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Das dürfte eine Korvette sein. Mhm. Flower-Klasse, wenn man hier alles täuscht. Und er sucht jetzt hier drüben. Da liegt er ja auch nicht ganz falsch. Der Rest zackt fröhlich vor sich hin, hat aber im Wesentlichen Generalkurs beibehalten. Nur er ist aus der Formation ausgebrochen und geht jetzt auf die Jagd. Beide Maschinen stopp. Und wir werden unseren Zaunkönig benutzen. Ja, so sieht's aus. So, da gurkt der dicke Pott. Schöner Frachter. Und hier ist der Zerstörer unterwegs. Ich werde mich hier einmal quasi einloggen, damit wir hier das alles ein bisschen im Blick haben. 2100 Entfernung. Lass mal ruhig noch ein bisschen näher kommen. Weil der mit hoher Fahrtstufe kann so ein Aal halt, glaube ich, schon ausdampfen. Weil ich meine, dass die Zaunkönige 22 Knoten laufen und wenn der hier voll aufdreht, dann dürfte der schneller sein. Die sind ja, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube schon, dass so ein Zerstörer auf äußerster Kraft wahrscheinlich schon seine 30 Knoten gemacht hat. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. So wäre es gar nicht schlecht. Okay. Haben auch keine Ahnung, dass wir hier sind. Beziehungsweise haben wir uns zumindest nicht erfasst. Dann würde ich sagen, wir schießen jetzt. Rohr 5 bewässern. Rohr 5 bewässern. Ah, ich habe mir den Tiefgang nicht angesehen, aber das wird wahrscheinlich... Ach, ist ja auch Black Swan, ne? Dann haben wir hier die 3,4. Dann passt das mit 4. Na? Man muss ihn halt nur lösen, sonst, glaube ich, funktioniert das mit den Zaunkönigen nicht. Na, würdest du wohl? Moment mal, ganz kurz. Hallo? Also manchmal. E, ich drücke E. Das ist eindeutig die Taste E. Ich möchte lösen. Oh, ich hasse es. Wenn man mir hier beim Rumpfuschen zusieht. So, jetzt hier einmal gelöst. Sehr gut. Rohr 5 ist bewässert, Magnetzünder, Torpedotiefe 4,0. 24 Knoten laufen sie, ich habe mich vertan. Rohr 5, los! Los! Maschinen sind abgestellt. Rohr 5 wird nachgeladen. Legen Sie den Kurs an. So, dann schauen wir doch mal. Das wäre jetzt natürlich phänomenal. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir versuchen uns derweil auch noch zu drehen, dass wir vielleicht auch noch mit einem der vorderen Rohre nachsetzen können. Weil jetzt natürlich Distanz und... Ja, Distanz wäre halt wirklich sehr, sehr gut. Und unsere Position. Wir müssen uns halt nur drehen, dass wir die vorderen Rohre benutzen können. Können wir uns das erlauben, auf langsame Fahrt zu gehen? Ich denke ja. So, jetzt schauen wir mal. Er hat seinen Kurs schon angepasst, das heißt, er hat angebissen. Da läuft das gute Stück. Da ist unser Ziel. Schauen wir mal. Also auch an der Stelle nochmal danke für den Hinweis. Magnetzünder und Zaunkönig hatte ich lange nicht auf dem Schirm. Vielleicht kann man sie sogar noch einen halben Meter tiefer laufen lassen. Schauen wir mal, ob wir hier Glück haben. Hat sehr geringe Fahrtstufe. Treffer.
und der hat schon gut Schaden verursacht. Das schüttelt er nicht so einfach ab. Aber es wird ihm wahrscheinlich noch nicht ganz das Genick gebrochen haben. Denke ich zumindest. Wir werden sehen. Ah, doch, 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 doch. Der säuft ab, Leute. Meine Herren. Der Nächste. Begibt sich Richtung Meeresgrund oder wird zumindest evakuiert. Der ist aus dem Gefecht genommen. Das ist ja ganz hervorragend. So, wo war der denn in der Ursprungsformation eigentlich? War das der, der vorne rechts gefahren ist quasi? Ich glaube ja. Dann bleiben wir jetzt natürlich dran. Markieren uns den mal. Kann ja sein, dass wir jetzt wirklich auch hier weit wegkommen. Wir sehen mal zu. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Schau mal, was der Rest so anstellt. Ah, könnte alles tatsächlich erfolgreich werden. Aber jetzt haben wir natürlich zwei an der Backe. Das heißt, wir laufen erstmal ab. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen zu heikel. Es ist jetzt auch immer... Es ist genau so eine Situation, wo man auch gerne übermütig wird, ne? Zwei Zerstörer relativ problemlos versenkt. Und dann kommt der Rest hinterher. Und schmeißt uns alles, was wir haben, aufs Dach. Gut, ich meine, wenn er uns jetzt hier weiter hinterher geschippert kommt, das müsste ja dann auch eine Korvette sein. Können wir, oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Was wollte ich sagen? Dann können wir den auf jeden Fall auch mit dem Zaunkönig bekämpfen, weil bei Korvetten ist die Chance, sind die, also die Chancen noch größer. Das ist er, ne? Ich würde sagen, das ist eine Korvette. Ja, dann bleiben wir hier mal auf Kurs. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Aber da kommt natürlich der andere auch noch hinterher. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wie die sich verhalten. Gehen die jetzt sozusagen all in? Kommen sie uns beide hinterher geschippert? Dann könnte es eng werden. Aber solange die noch ein bisschen Abstand zueinander haben, was haben wir denn hier? Die sind doch locker einen Kilometer voneinander entfernt. Ach, okay, 3,5. Können wir schon darauf spekulieren, dass wir ihn jetzt auch noch versenken. Hier, Flower-Klasse, alles klar, wunderbar. Ja, dann machen wir hier das gleiche Spiel. Lassen den noch ein bisschen näher kommen. Ihn können wir so lange auch nochmal in die Koje schicken. Der Alte ist ja am Seerohr. Okay, die drehen aber direkt ab. Ist jetzt die Frage, soll man noch mehr Staub aufwirbeln und hier wirklich nochmal Zaunkönig hinterherfeuern? Oder warten wir lieber, bis die sich wieder in Formation begeben haben? Ich glaube, wir warten lieber. Die scheinen ja jetzt schon die Suche... Na, wobei... Doch, die haben die Suche aufgegeben. Bedeutet für uns, wir werden hier wieder hinterherfahren. Zusehen, dass wir an den Konvoi drankommen. Vielleicht versenken... Naja, das machen wir. Der fährt uns nicht davon, das hat jetzt keine Eile. Wir schauen, dass wir tatsächlich an den Konvoi von hinten nochmal dran gehen. Und das wäre tatsächlich nicht so verkehrt, zwischen die beiden hier reinzuschlüpfen. Vielleicht gelingt uns das sogar schon ein bisschen früher. Aber es wird natürlich schwierig. Und dann mit gezielten Schüssen. Ich meine, wenn man es ganz wild machen will, könnte man sogar aus der Position auftauchen. Aber dann sind wir wahrscheinlich auch... Also, und dann mit der Bordkanone. Aber... Gegen zwei wird schon mies, weil, also bis man der einen so weit behakt hat, hat sich der andere längst so weit gedreht, dass der zurückfeuern kann. Nur nochmal zur Erklärung. Diese Art von Korvette kann man halt tatsächlich mit der Bordkanone von hinten, direkt von hinten gut angreifen, weil sie da praktisch ihren toten Winkel haben. Kommen wir hier hinterher mit großer Fahrt. Das wird eng, ne? Ich denke, wir müssen da nochmal einen neuen Ansatz machen. Also wir kommen schon dran, aber da machen wir viel zu viel Radau. Und Sichtweite ist jetzt auch wieder deutlich. Ist deutlich runtergegangen. Es ist neblig geworden. Verdammt, verdammt, verdammt.
Na gut, für uns natürlich jetzt auch nicht so schlecht. Dann könnten wir theoretisch jetzt auch einmal auftauchen. Ein bisschen durchlüften. Oder wir nutzen den Schnorchel. Aber ich würde tatsächlich gerne einfach für die Immersion tauchen wir einmal auf. Ja, machen wir einmal. Suchen. Einmal auftauchen, durchlüften. Druckluftreserven auffüllen. Und dann gibt es einen zweiten Anlauf. Wäre doch gelacht. Wenn wir den Konvoi nicht auch noch zerpflücken könnten. Wechseln auf Dieselmotor. Noch zwei Korvetten. Plus den... Aus hoch da Gefechtswache aufziehen. Plus den Kreuzer natürlich. So. Dicke, dicke Suppe. Aber das ist natürlich gut für uns. Sollten wir normalerweise keine Probleme mit Fliegerei bekommen. Kompressor an. Lenzen. Und wir sind natürlich auch erstmal gut getarnt. Wir bewegen uns hier rüber. Gehen vielleicht einfach von der anderen Seite diesmal dran. Die hatten ja so eine Geschwindigkeit von etwa 7 Knoten. Das heißt, wir sind hier über Wasser mit großer Fahrt 16 Knoten unterwegs. Können wir die also locker nochmal ausdampfen. Begeben uns einmal ganz hier rüber. Und sofern die ihren ursprünglichen Kurs wieder eingenommen haben, sollten wir uns dann auf diese Art und Weise schön vorsetzen können. Und dann gehen wir da einfach nochmal in neue Angriffspositionen. So. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wo die schon stehen. Ah ja, sehr gut. Rauchfahnen sind ja eindeutig erkennbar. Wunderbar. Das ist der Vorteil an so großen Schiffen. Ah, sieht schon immer gut aus, ne? So im Nebel, wenn man so die Umrisse erkennt. Das ist der Kreuzer. Ah, sehr, sehr schön gemacht. Ja, kann mich nur wiederholen. Also optisch halte ich dieses Spiel immer noch für ein absolutes Schmankerl. Auch wenn es vielleicht nicht ultra state of the art ist. Aber es ist sehr, sehr stimmig alles. Sehr schön. Jagd im Nebel. Gut, die sind gleich auf. Das heißt, wir werden noch ein Stückchen vordüsen. Hab da gar keine Bedenken, dass wir hier irgendwie erkannt werden, ehrlich gesagt. So, erstmal bis hierhin. Jetzt sollten wir die schon gut hinter uns gelassen haben. Irgendwo in dem Bereich. Da. Oh, mit dem Mond. Hm? Fast schon romantisch, Männer. Rauchfahnen im Nebel. Na schön, dann werden wir wieder tauchen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Blaue Beleuchtung ist eh noch an. Mittlerweile 20 nach 6. Wir gehen in Angriffsposition. Boot dreht sich. Auf Seerohrtiefe gehen. Alle Mann einsteigen. Und ab in den Keller. Ah, schöne Bilder. Hat jetzt auch alles keine Eile. Ganz normales Tauchmanöver, kein Alarmtauchen. Alles schön mit der nötigen Ruhe. So, Schneider ist einigermaßen ausgeruht. Gut ausgeruht sogar. Das heißt, er geht jetzt wieder ans Horchgerät. Johann an den E-Maschinen. Wie geht's meinen Aalen? Alles schussbereit. T3 und T1. Gut. Erneut Angriffsposition einnehmen. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Vermutlich ein Geleitzug. Ah, sind wir doch noch ein bisschen... Ah, okay, okay, okay.
Hatte mich doch ein bisschen verschätzt. Oder die sind einfach jetzt sehr weit auseinandergezogen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Beide Maschinen AK voraus. Wir gehen hier ein bisschen Risiko. Machen ein bisschen mehr Lärm. Wird jetzt sowieso schwierig bei den Sichtverhältnissen. Wir müssen hier auf jeden Fall schon mal Kurse berechnen. Wir nehmen, ich denke, wenn sich nichts Besseres ergibt, nehmen wir den Dicken hier aufs Korn. Aber das wird schwierig. Wo sind die Sicherungsfahrzeuge? Sind die noch so weit hinten? Scheint so. Mal runter mit der Fahrtstufe, dass wir mehr hören. Oh, die sind weit weg. Schippern irgendwo hier hinten rum. Sehe ich das richtig? 16 bis 37. Sehr große Gruppe. Ja, das kann man wohl sagen. Na gut. Mal schauen. Vielleicht wird das ja noch irgendwie eine Option. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Sichtweite? Das ist ja wirklich miserabel. Also, knapp 300 Meter. Und wir müssen halt, eigentlich müssen wir schon so nah ran, dass wir den zu sehen bekommen. Sonst wird das hier im Leben nichts mit der Torpedolösung. Na gut. Wir bleiben auf E-Maschinen. Ich denke, wir können es uns auch erlauben, hier ein bisschen mehr Radau zu machen, also höhere Fahrtstufe, dadurch, dass die Korvetten so weit weg sind. Können wir schon versuchen, hier auf dem Parallelkurs zu ihm hier zu kommen. C3, jetzt haben wir den auch identifiziert. Torpedolösung steht bei knapp 30%. Jetzt können wir natürlich noch Alarm auslösen. Dann geht die Sichtweite noch mal ein bisschen hoch hier. Na gut, wirklich viel hat es jetzt nicht gebracht, aber ein bisschen was schon. Können wir vielleicht sogar nochmal... wenn wir den alten vielleicht noch vom Beobachtungsperiskop abziehen und den in die Zentrale stellen. Ja, Sichtweite geht nochmal ein bisschen hoch. Teilen wir so viele Leute wie möglich dem alten zu. Und dem Mann am Angriffsperiskop. Dann steigt die Sichtweite doch nochmal ein gutes Stück. Jetzt haben wir hier über 500 Meter. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Jetzt gehen wir Parallelkurs zu ihm. Und schauen, dass wir den hier schön sauber in Sichtweite bekommen. So, das wird funktionieren, Männer. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Und dann drehen wir uns hier langsam auf seinen Kurs ein. Okay. Funktioniert. Ja, da ist der Alarmzustand halt schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber bei 300 Meter Sichtweite ist es halt schon sehr, sehr schwierig. Gut, aber den kriegen wir. Das sage ich euch. Benjamin Hawkins. Torpedolösung steht eh schon bei 55%. Das können wir jetzt einfach, glaube ich, schön laufen lassen. Und da können wir auch eigentlich aus der Position direkt schießen. Ja, das ist perfekt. Korvetten sind weit entfernt aktuell. Also das ist gar kein Problem. 8,5 Kilometer. Die schließen jetzt offenbar erst so langsam auf. Haben auch keine Formation mehr in dem Sinne eingenommen. Schippern hier hinten alle rum. Gut für uns. Und wir können hier den dicken Pott aufs Korn nehmen. Und das könnte dann eh schon reichen. Was die Tonnage angeht. 7000, fast ein 8000er. Okay, damit hätten wir die 10.000 sogar voll ausgezeichnet. Und auch nebenbei bemerkt, einen der Bewaffneten hier rausgeschossen. Kann uns natürlich auch gefährlich werden. Okay. Sehr schön. Läuft ja wie im Schnürchen. Lassen wir den Bruder aufkommen. Und bis der uns überholt hat, sind wir mit der Torpedolösung, glaube ich, eh schon ziemlich weit. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Nicht, dass wir den verlieren. Beide Maschinen halbe. Und das entspricht ungefähr seiner Marschgeschwindigkeit. So, und aus der Position, glaube ich, können wir eh schon schießen. Noch ein kleines Stückchen.
Drück mal nochmal auf die Tube. Oh, scheiße, wir sind entdeckt. Wir sind entdeckt. Haben die unser Seerohr gesehen? Bei dem Nebel? Haben die wirklich unser Seerohr gesehen? Okay, einmal Stopp. Das ist ja... Ha! Oder sind wir zu laut gewesen? Hat uns vielleicht der Kollege hier drüben gehorcht? Das ist ja der dicke Pott. Okay, aber wir sind in Angriffsposition. Das heißt, wir schießen jetzt einfach. Benjamin Hawkins. Tiefgang 7,3. Magnetaufschlagzünder diesmal. Und wir nehmen T1. Die können wir schnell laufen lassen. Geschwindigkeit 44 Knoten. Tiefe 6,5. Rohr 2. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So. 20 Sekunden. Schauen wir mal. Sehr wohl, Herr Kaloy. Winkel ist perfekt. Schauen wir mal, ob einer reicht. Sonst feuern wir gleich noch einen zweiten hinterher. Versorgen lassen müssen wir so oder so bei dieser Feindfahrt. Wollen wir jetzt nicht sparsam sein. Der saß aber verdammt gut. Das dürfte schon gereicht haben, oder? Wird noch nicht evakuiert. Aber ich denke, der säuft ab. Das sollte es gewesen sein für den. Das war ein ganz hervorragender Treffer. Ja, säuft ab. Hervorragend. So, dann müssen wir uns überlegen, wie wir hier weitermachen. Zu Befehl. Vielleicht vorsichtshalber noch mal ein Stückchen ablaufen. Wir sind ja durch den Nebel halt auch einfach gut getarnt. Und dann lassen wir hier noch mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Warten, bis die, dass die ihre Formation wieder einnehmen. Dann knüpfen wir uns den Rest vor. Sofern es denn wirklich gereicht hat jetzt hier für den Benjamin Hawkins. Sonst lassen wir die anderen einfach erstmal von dannen ziehen. Und versenken den hier noch mit der Bordkanone. Und setzen dann dem ganzen Konvoi wieder hinterher. Und gehen erneut dran. Das kann dann auch die ganze Nacht dauern. Ja, mal abwarten. Wir laufen erstmal ab, vorsichtshalber. Entziehen uns mal auf jeden Fall den Bewachern hier. Ah, macht noch minimal Fahrt. Aber der ist nicht... Kann das sein? Der ist wirklich nicht evakuiert worden, oder? Obwohl der fast weg vom Fenster ist. Also hier unten, ne? Da ist ja nicht mehr viel übrig. Das sollte eigentlich genügt haben, um... Ja klar, also da kommt ja nichts mehr. Aber scheint wirklich nicht evakuiert worden zu sein. Arbeiten vielleicht noch verbissen dran, irgendwie hier die... das Loch zu stopfen. Wassereinbrüche zu beseitigen und so weiter. Schauen wir mal. Rohr 2 geladen. Aber solange er nicht evakuiert ist, wäre der ja tatsächlich theoretisch noch feuerbereit. Er macht auf jeden Fall keine Fahrt mehr. Wir warten jetzt erstmal ab. Schleichen uns hier einmal davon. Schauen, was die Korvetten machen. Die nehmen einfach ihre Formation wieder ein. Okay. Gut, so viel dazu. Alle Maschinen stopp. Dann warten wir hier. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Lassen die so ein bisschen von dannen ziehen, werden auftauchen und den dann hier mit der Bordkanone bekämpfen. Auch auf die Gefahr hin, dass der seine Bordkanone auch noch benutzen kann, weil er einfach noch nicht evakuiert wurde. Aber da machen wir uns jetzt vielleicht auch, können wir uns den Nebel hoffentlich so ein bisschen... Können wir zur Tarnung verwenden. Welchen Kurs fahren die hier eigentlich? Oh, die kämen uns ja auch mehr oder weniger entgegen. Aber das wird wahrscheinlich schwierig werden, da im Anschluss noch dran zu gehen. Dann wahrscheinlich auch schon versorgen lassen müssen. Okay. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus, ein bisschen näher dran. Bestätigt. Könnte jetzt nochmal spannend werden.
wenn die noch aktiv sind, sozusagen. Schauen wir mal. Ist richtig dunkel geworden mittlerweile. Und dadurch, dass er jetzt keine Fahrt mehr macht, hat er natürlich auch keine Rauchfahne mehr. Also wir sollten schon... Wir müssen halt schon so nah ran, dass wir den erkennen können. Damit wir sehen, wo wir hinschießen. Boah, Sichtweite ist halt jetzt wirklich auf dem absoluten Niedrigstand. Keine 200 Meter. Sollen wir es riskieren? Ich glaube ja, ne? Wir riskieren das natürlich. Selbstverständlich riskieren wir das. Wir lassen die noch ein bisschen ablaufen. Ich meine, die werden uns nicht davon kommen. Die erheuchen wir ja sofort wieder. Kurs kennen wir sowieso. Von daher müssen wir nur in die Richtung fahren. Also. Dann riskieren wir das jetzt. Alarmzustand würde ich jetzt aber einmal beenden, damit wir hier wieder... damit sich die Leute ein bisschen erholen können. Wir schnappen uns... Suren! Ich wollte ja genau, Suren, der sollte ja sowieso hier ein bisschen vermehrt in Aktion treten, damit der vielleicht seine Auszeichnung noch bekommt, weil da fehlt ja, glaube ich, nicht mehr so viel. Also mal schauen, dass ich da dran denke. Also, auftauchen. Tanks anblasen! Und sofort Feuer bereit machen. Ungewöhnlich, dass ein Schiff, das schon so in den Seil hängt und so starken Schaden genommen hat, nicht evakuiert wird, ne? Sie halten halt irgendwie an ihrer Karre fest. Und naja gut, freiwillig ins Wasser zu gehen, wenn es vielleicht doch nicht 100% notwendig ist. So. Schauen wir mal. Bereithalten. Kann sein, dass wir sofort wieder runter müssen mit Alarm tauchen. So. Meine Hoffnung ist jetzt, dass wir durch die Optik den vielleicht erfassen können. Sonst müssen wir echt noch ein bisschen näher ran. Oder einfach mal auf gut Glück feuern und schauen, ob wir Einschläge haben. Wie stehen wir denn genau zu dem? Wir richten uns jetzt einfach einmal genau auf ihn aus. So. Kapitän? Also das heißt... Was war das denn? Ah, jetzt. Treffen wir da was? Aber ich sehe schon irgendwie, was sehe ich da vorne? Ganz... schemenhaft. Oh, da. Jetzt hat man die Silhouette gesehen. Ah, oh, ist schwierig. Ich habe halt Schiss, dass die jetzt zurückfeuern. Aber ein Schiff, das so angeschlagen ist, ist halt einfach kein Aal wert. Wir schleichen uns einfach ganz langsam noch ein bisschen näher ran, bis das hier ein bisschen besser erkennbar wird. Hier haben wir keine Filter, ne, bei der Optik, ne. Weil übers Uzu wird man den schon erkennen können, schätze ich. Hier, da. Ja, auch schwierig. Herr Kaloy? Ja gut, gehen wir noch ein bisschen näher ran. So, langsam. Interaktion, Moment. Ah, doch, der ist... Die Rettungsboote sind jetzt doch schon zu Wasser gegangen, ne? Wird das hier... Hier wird es nicht angezeigt, ne? Dann müsste ja das hier auch grün aufleuchten. Oder die sind halt schon evakuiert. Deswegen habe ich das vielleicht durcheinander gebracht. Also ich denke, dann können wir sowieso guten Gewissens hier dran gehen. So müde. Sollte kein Problem sein. So. Kapitän? Jetzt sehen wir zumindest mal einigermaßen so die Umrisse hier. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Okay, das sollte jetzt Formsache sein. Ach, was habe ich hier eigentlich für Munition geladen? Moment mal. Die kam auch, glaube ich, relativ spät erst. Was haben wir denn hier? Moment mal, da müssen wir gerade mal ganz kurz reinschauen. Habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Da kam irgendwann im Laufe der Zeit nochmal ein anderer Munitionstyp dazu.
den es so allerdings nie gab. Glaube ich zumindest, oder lange nicht. ZZ ist so eingestellt, dass sie erst nach einiger Zeit detoniert, womit die Chance steigt, ein Flugzeug im Schussbereich zu treffen. Also, okay, mit so einer Art Verzögerung. Aber ist halt eher gegen Flugzeuge gedacht, deswegen schalten wir einmal auf panzerbrechend um. So, panzerbrechend ist geladen. Und ich sehe ihn schon wieder nicht. Ja komm, wir gehen jetzt einfach so nah dran, dass wir den auch sehen können, weil ich glaube nicht, dass da noch irgendwas zurückgeflogen kommt. Oder ist er jetzt abgesoffen in der Zwischenzeit? Kann natürlich auch sein. Ja, wahrscheinlich. Okay, der ist abgesoffen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen. Der ist abgesoffen. Also haben wir ihn noch getroffen jetzt. Doch, irgendwie. Da ist das Wrack. Okay, wunderbar. Dann wollen wir nicht so sein. Wo sind die Rettungsboote? Ja, okay, die sind jetzt wahrscheinlich... Na, jetzt hängt er wieder irgendwie. Die Rettungsboote sind wahrscheinlich hier unten irgendwo. Okay, geht wieder. Weiß der Geier, wo die Rettungsboote hin sind? Kann sein, dass die irgendwo... Ja, sind halt hier irgendwo grob in dem Bereich. Aber wir werden weiterhin auf die Jagd gehen. Den lassen wir jetzt auch erstmal hier liegen, glaube ich. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir schauen lieber, dass wir hier noch hinterherkommen. So. Ah, Moment mal. Wieso hat denn der jetzt nicht gezählt? Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Der taucht auch hier noch nicht auf. Keiner hat die Versenkung gesehen. Das ist das Problem. Deswegen zählt er nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Obwohl wir hier das Wrack zu sehen bekommen haben. Es kam ja auch keine Meldung. Das ist das Problem. Irgendeiner der Besatzung muss das ja quasi bezeugen können. Und keiner hat gesehen, dass wir den wirklich versenkt haben. Scheiße. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Aber das zählt jetzt natürlich nicht. Also ihr seid meine Zeugen, aber das hilft mir in dem Fall nichts. Scheiße. Ach, das ist jetzt natürlich Mist. Das ist Mist. Dann müsste man es doch vielleicht zumindest so lösen können, wenn man eins der Rettungsboote vielleicht versorgt, dass man dadurch sozusagen die Bestätigung bekommt, dass man den auch wirklich versenkt hat. Okay, aber ich fürchte, da ist jetzt nichts dran zu machen. Und je mehr Zeit wir hier vergeuden, desto weiter ist der Konvoi dann auch weg. Also, ich tendiere dann eher dazu. Wir lassen die hier mal wieder unter Deck gehen. Ja, dass wir halt nochmal einen neuen Anlauf dann auf den Konvoi unternehmen und dann wirklich auch darauf achten, dass wir das mitkriegen oder irgendeiner von der Besatzung das mitkriegt, die Versenkung. Verdammt, verdammt. Ja, so kann es laufen. Dumm gelaufen. Aber gut, dann soll es das gewesen sein für den Moment. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal und wir werden in der nächsten Folge einfach nochmal einen neuen Anlauf wagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.